mein Name ist Ilo und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte auf meinem Kanal mit einem neuen Format starten. Genau. Ich möchte gerne ein paar Schminkis mit reinbringen, wo ich mich mit den Paletten einfach schminke, die bei mir neu eingezogen sind. Und da ist dann unter anderem jetzt einmal die Catrice, die Limited Edition Tropical Exotic. Genau. Und ja, damit wollte ich mich dann heute mal einmal schminken. Das sind die Farben einmal. Ja, da sind dann eben halt 1, 2, 3, 4, 4 matte und 5 Schimmerfarben drin. Ja, und mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich habe hier neben mir meinen Spiegel stehen, da werde ich dann reingucken. Beim Schminken, weil der kleine Monitor da würde ich nicht viel sehen, der wäre auch zu weit weg. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, starte ich mal. Ich überlege gerade, hole ich euch ein bisschen näher ran, dass ihr dann, wenn ich zwischendurch schon mal in die Kamera gucke, dass ihr dann da auch schon mal Veränderungen seht. Genau. Ja, hier ist mein Spiegelchen. Und ich fange einmal mit diesem Hautton an und sette damit einmal komplett das ganze Lid. Da nehme ich dann einfach so einen puscheligen Pinsel für. Ich habe hier auch noch, wo habe ich es denn hingestellt? Da unter dem ganzen. So eine Dose, wo man. Da mache ich mir zwischendurch einfach immer mal den Pinsel drin sauber, weil ich bei vielen Sachen einfach gerne denselben Pinsel benutze und da auch nur einen von habe und nicht mehrere. Genau. So. Fange ich da jetzt auch mal mit an. Dann gehe ich jetzt einmal mit über das ganze Lid. So, Pinsel schon mal direkt sauber gemacht. Und jetzt nehme ich, ja, ich würde sagen, den hellen von den beiden oberen, also den an der Seite. Da nehme ich so einen abgeschrägten Pinsel einmal. Und gehe hier einmal so ein Stück über dem über der Lidfalte drüber hinweg. Ziehe mir das so nach vorne. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. So sieht es jetzt gerade momentan aus. Dann wollte ich mit dem dunkleren einmal weitermachen, der in der Mitte. Da nehme ich ja schon fast, eigentlich habe ich den auch in kleiner. Ich gucke mal, ob ich den einmal nur noch mal kleiner habe.
Ich habe so einen abgeschrägten, noch mal ein bisschen kleiner. Da gehe ich jetzt in den dunkleren von beiden. Und setze direkt da nochmal wieder an, nur ein Stückchen tiefer, beziehungsweise dass dieser helle Rand, aber von der helleren Farbe eben über der dunkleren Farbe noch was überbleibt. Ja, also den setze ich jetzt ein bisschen drunter. Wenn ich mir da oben gleich zu viel von dem Lachs, kann ich dann ja auch noch nachsetzen. Pinsel wieder sauber gemacht. Jetzt nehme ich den mittlersten, diesen grünen, oder? Ja, den grünen. Nehme ich mir wieder einen anderen Pinsel für. Ich glaube, dann nehme ich so einen kleinen. Dass da nicht noch Farbe dran ist. Ich habe jetzt nicht nur saubere Pinsel hier liegen, sondern die, die ich sonst auch eigentlich immer benutze, und ich wasche mir die ja nicht jeden Tag nass. Ja, das ist jetzt, die anderen Farben waren alle jetzt matt. Dieses wird jetzt ein mit Schimmer sein. Nehme ich mir jetzt einmal auf. Und fange dann hinten da wieder mit an. Gucken wir das erstmal nur auf. Andere Seite genauso. Weiter nach vorne aus. Ich habe mir gerade nämlich gedacht, ich glaube, ich nehme den den unteren, den blauen, doch lieber für den äußeren Bereich. Ich hatte mir jetzt gerade zwischendurch nochmal wieder den Pinsel sauber gemacht. Ich nehme nämlich denselben und bleibe damit jetzt außen. Einfach um da ein bisschen. Ich nehme meinen Finger dafür, weil zwischen dem Blau und dem Grün sehe ich jetzt gerade nicht so viel Unterschied. Also ich gehe jetzt mit meinem kleinen Finger da einmal rein und tupfe mir jetzt das Blau hier hinten einmal auf. Noch ein Feuchttuch. So, und wollte dann den unteren Schimmerton, den hellen, also wenn man die aufmacht, ist das ja auf dieser Seite. Machen wir das mal so rum.
den hellen unteren für den vorderen Bereich. Wobei ich glaube, ich gehe noch mal einmal mit dem Finger in den Grün und setze mir das noch mal einmal in die Mitte. Ganz schön, ne? Wobei ich da jetzt mit einem Feuchttuch dran gewesen bin oder mit einem Abschminktuch. Ich pigmentiere mich wirklich richtig ab. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt nehme ich den helleren unteren Schimmerton. Da gehe ich auch mit dem Finger rein oder versuche ich es erstmal mit dem Pinsel. Ich glaube, ich mache es direkt mit dem Finger. Kriegt man doch ein bisschen mehr Pigment mit auf. Da mal einmal rein und tupfe mir das hier vorne einmal auf. Ziehe das ein bisschen mit ins Grün. So, dann nehme ich jetzt, glaube ich, noch mal einmal die lachsfarbenere Farbe, die obere, und gehe hier oben noch mal einmal ein bisschen dran vorbei. Dann nehme ich jetzt einen etwas kleineren Blenderpinsel für, weil ich ja nur ganz eben da mal eben noch mal einmal dran vorbei wollte. So, und jetzt nehme ich mir noch einen kleineren, einen dünnen, die Palette, so einen dünnen abgeflachten nehme ich mir jetzt für den unteren Wimpernkranz und da nehme ich dann wieder das dunkelblau Metallic, ne? So. Irgendwie wird das so dunkel, ne? Ja. Auf und ziehe mir damit quasi unten. Jetzt nehme ich mir noch mal diesen abgeschrägten Blender Brush, diesen großen puscheligen, und gehe noch mal einmal in die Naturfarbe ganz oben und verblende mir das eben halt oben noch mal, ach, oben noch mal ein bisschen. So. Würde ich sagen, ich das jetzt erstmal so lassen. Mache jetzt einmal Eyeliner und Wimperntusche drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und das ist dann jetzt das fertige Resultat. Ich habe dann jetzt Eyeliner drauf und noch Mascara
noch ein Liquid Lipstick. Genau, und das ist das Ergebnis. Ich glaube, ich hole euch ein bisschen näher ran. Also ich komme mal mit meiner Hand in der Kamera, aber hier steht noch der Spiegel. Oh, ich komme mal ein bisschen näher ran, mal gucken, dass das scharf bleibt. Ja. So sieht das dann jetzt aus. Und ich finde, es ist ganz gut geworden. Also mir gefällt es. Boah. Darf so bleiben. Okay. Ja, und wenn euch dieses Format gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Und lasst es mir wissen. Lasst es mich wissen, ob ihr davon dann noch mehr haben wollt. Weil ich muss mich ja eh, wenn ich vor die Kamera gehe, mich so schminken und dann kann ich ja eigentlich auch meine Neuzugänge euch zeigen. Genauso wie vielleicht mache ich ja dann auch mal so ein, ja, so ein Roulette, wo dann auch all die Paletten mal zum Vorschein kommen, die auch dann noch in der Schublade sind. Aber das war's dann jetzt erstmal. Okay, wir sehen uns. Ciao. Ciao.